Jo Leute, was geht ab? Trainingsjacken Freddy hier. Herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video hier auf meinem YouTube-Kanal Reselling Freddy. Ja, letzte Woche gab es kein Video von mir. Dafür gibt es heute dann ein wunderbares eBay-Kleinanzeigen-Live-Action-Video. Und zwar habe ich einen so geilen Fund gemacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe ja bei eBay-Kleinanzeigen geforscht. Irgendwann dann morgens um 5.30 Uhr oder so einen richtig heftigen Fund gemacht. Kann ich euch versprechen, alle Retro-Fans werden auf jeden Fall heute auf ihre Kosten kommen. Bevor ihr das tut, lasst gern einen Daumen nach oben da und besucht mich auch gern auf Trainingsjacken Freddy auf Instagram. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ich will euch gar nicht lange hinhalten, sondern wünsche jetzt ganz viel Spaß mit den Aufnahmen. Unfassbar. Ich habe euch live mitgenommen mit der GoPro. Heftig, heftig, heftig. Viel Spaß, Leute. Hallöchen. Wunderschönen guten Tag. Frederik, mein Name. Hallo, freut mich, dass es so problemlos geklappt hat. Hallöchen. So. Nach Ihnen noch einer geboten, letztlich das 230 bezahlt. Klar, glaube ich. Schönen guten Tag, die Dame. Schönen guten Tag. Gibt's lecker Plätzchen? Gibt's lecker Plätzchen? Habt ihr Kinder? Wir sind in der Planung so ein bisschen. Auch in der Planung? Nee, ich mache Videos davon ein bisschen. Mhm. Ihr werdet nicht gefilmt, nur auf den Boden. Nee, genau, also wir haben noch keine Kinder. Nee, wo aber, wir noch. Sind die nicht toll? Sieht sehr schön aus. Weihnachtsmänner? Oder was? Ja, genau. Das sieht sehr schön aus. Toll. Sehr schön. Ja, lecker, lecker, lecker. Lasst es euch schmecken später, ne? Ja, das werden verschenkt. Meine Freundin ist auch gerade am Backen zu Hause. Ja. Da ist auch die Weihnachtsstimmung eingetreten. Das, und, das ist so alles fertig. Das muss einfach Weihnachten sein. Okay, ich guck einmal kurz drüber. Das ist nur für Feuchtigkeit, oder was? Ja, das mal. Haben Sie selber gesammelt oder so? Oder? Bitte? Haben Sie selber gespielt oder gesammelt? Oder? Ja, die Kinder auch von mir. Kinder. Ah, ich guck mal eben durch. Haben Sie zufälligerweise noch andere Spielsachen, ältere Sachen oder sowas? Ich habe noch. Ach ja. Ja, ist schön sowas. Das ist auch meine Jugend und ich sammle sowas. Und ja, gucke ich mir dann halt gern mal bei eBay. Wann wird dein Interesse auch mit 73? Glaube ich Ihnen gerne. Und wie freuen Sie sich schon auf die Weihnachtszeit so ein bisschen? Ja, sicher ja gerne. Ja, ne? Enkelchen. Ach, schön. Schön. Schön, was zusammenkriegen. Das ist schön. Sie, wissen Sie, ob die Anleitungen immer dabei sind oder ob die manchmal fehlen? Alle hier sind. Fehlt jetzt leider. Wenn da was drin war in der Richtung, sind wir doch mal dabei gewesen. Okay. Ja, also hier fehlt jetzt leider die Anleitung. Ich gucke aber nochmal eben gerne nach. Natürlich. Ich wüsste ja noch nicht, wo sie sein könnte. Also. Nach all den Jahren, okay. Ist schon so lange, ne? Also. Okay, hier ist sie dabei. So, genau. Also das ist diese Konsole, ne? Mhm. Ja. Ja, stimmt. Ah, ja, genau, wo man den Gameboy, glaube ich, noch. Ja. Die Gameboy-Spiele. Aber die Gameboy-Spiele oder so haben sie nicht mehr, ne? So was in der Art. So was suche ich auch. Ich dachte, wo ich jetzt einmal hier bin. Die haben wir ja, ne? Das wäre kein Problem. Ja, genau. Sag mal, ja. Genau. Wir wissen ja, wo das gute Stück hingegangen ist. Genau. Also, da können Sie immer gerne anrufen, wenn Sie irgendwas finden. Ich bin daran interessiert. Super. Ja, perfekt. Passt. Kann man einen guten Fang machen, also. Ja, cool, ey. Sehr cool. Was haben wir hier noch? Ein Verkäufer meinte uns ja noch. Also, es ist wesentlich mehr. Kann er. So könnten wir weiterverkauft werden, Ja, klar, natürlich. Das ist schön, ne? Schöne Frage, Mutter.
Ja, sehr gefragt. Gerade also vor Weihnachten halt, natürlich. Komm ab. Ja. Ich habe noch abgeschickt. Ja. Das kann man schon so ungefähr 15 Minuten sagen. Ich hatte nämlich Ihnen direkt geschrieben. Ich hatte aktualisiert. Ich kam gerade nach Hause, lag im Bett. Ich gucke, ach, Kalk. Ich so, ach, oder, also Kalk wird angesagt. Ich so, ach, das passt ja. Ne? Schreibe ich direkt mal eben schnell eine nette Mail. So Leute, ich habe jetzt bewusst Stopp gedrückt. Wir machen jetzt mal eine kleine Challenge. Und zwar dürft ihr jetzt mal raten, was ich für das Ganze bezahlt habe. Schreibt es jetzt in die Kommentare oder wenn ihr das in einem Livestream, in einer Reaction schaut, haut es jetzt raus, macht eine kleine Abstimmung und wir werden sehen, wer von euch richtig liegt. So Leute, schauen wir uns jetzt endlich mal zusammen an, was die ganze Kiste so beinhaltet. Richtig coole Sachen. Ich kann es immer noch mal und noch mal sagen. Zwei Plätzchen gab es noch aufs Haus, auf Nacken. Und ja, womit fangen wir denn mal an? Ich fange einfach mal oben an in der Kiste. Und zwar haben wir hier einmal Anleitung für die Super Nintendo. Diese ganz normalen Beihefte, die auch dabei gelegen, wenn man normalerweise so eine UVP hat, die man hier noch in diesem kleinen Tütchen. Leider hatten die nicht mehr die UVP. Hätte mich aber nicht gewundert, wenn die gesagt hätten, okay, die UVP haben wir auch noch. Hatten sie aber leider nicht. Ich will mich auf gar keinen Fall beschweren. Absolut krasser Deal. Es gibt einmal hier den Super Gameboy Adapter, auch in einem Top-Zustand, muss man einfach sagen. Richtig schöne Sachen dabei. Dann haben wir zwei originale Controller und einmal diesen Game Commander 2. Sind alle in einem sehr schönen Zustand, auch hier richtig schön verpackt. Kann man sich eigentlich mal merken, ist gar nicht so schlecht, die Idee hier mit so leeren Klopapierrollen. So viele Klopapierrollen habe ich hier leider nicht rumfliegen. Und dann gab es tatsächlich noch zwei SCART-Kabel, original Nintendo. Auch hier eine wunderbare Toilettenpapierrolle eingewickelt. Ja, dazu gehört natürlich noch das Netzteil. Auch original Adapter, auch wunderbar eingewickelt. Natürlich die Konsole an sich, die ist in einem guten gebrauchten Zustand, die kann man gerne mal sauber machen. Ist eine 2-Chip-Konsole von unten relativ gelb, muss ich sagen. Aber nehme ich trotzdem gerne mit. Die machen wir schön sauber und dann sieht die auch wieder richtig gut aus. Ja, womit fangen wir denn dann an, Leute? Wir haben richtig schöne OVP-Spiele. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den losen Spielen, die dabei waren. Und zwar haben wir einmal hier Justice League Task Force. Habe ich auch so noch nicht gesehen, auch von Sunsoft. Dann haben wir einmal Super Mario World, Aladdin und den absoluten Klassiker Secret of Mana. Leute, das sind jetzt 4 Spiele ohne OVP und jetzt folgen echt richtig gute Spiele mit OVP und auch teilweise oder größtenteils mit Anleitung. Ja, wie ihr auf dem Coverbild schon gesehen habt, wir fangen an mit Donkey Kong Country, ein absoluter Klassiker, Leute. Und wir schauen uns mal kurz die Zustände an. Das kann jetzt natürlich immer etwas länger dauern, bis die Kamera fokussiert, aber ich kann euch schon versprechen, dass die Zustände insgesamt echt immer richtig gut sind, ne? Also, da ist nicht viel dran. Wir haben hier Donkey Kong Country im Pappschuber. Modul sieht 1A aus. Wir haben hier ein Beiheft und einmal die Anleitung dazu. Also, unfassbar geiler Deal. SNES OVP Spiele selten gefunden. Selten gefunden. Auf Flohmärkten meistens immer nur bei Händlern. Tetris 2, die OVP sieht auch sehr gut aus, das hole ich jetzt aber nicht extra raus. Ich möchte jetzt nicht unnötig viel auf und zu machen. Aber die OVP, Leute, ich habe erst gedacht, das wären Repros, weil die schon sehr gut sind, so vom Zustand her hier teilweise. Ja, ist halt komplett auch mit Anleitung, auch in einem super Zustand, muss man einfach sagen. Die Aufkleber, die werde ich versuchen mit dem Föhn abzubekommen. Ich denke, das kriegen wir hin. Weiteres Spiel und zwar diesmal Disney The Magical Quest Mickey Mouse von Capcom. Das ist jetzt in einem nicht so schönen Zustand, aber immer noch finde ich völlig okay. Ja, die Zustände variieren, ne? Von gebraucht gut bis sehr gut, würde ich sagen. Aber insgesamt, also wirklich schöne Zustände dabei. Tetris und Dr. Mario, ja, auch in einem, ja, guten Zustand, würde ich sagen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Zustände findet. Ich bin damit sehr zufrieden mit den Zuständen, muss man einfach mal sagen. Bubsy, da ist leider keine Anleitung dabei. Habe ich schon nachbestellt bei eBay. Aber die OVP sieht sehr gut aus. Ist auch kein günstiges Spiel. Ich blende euch die Preise hier ein. Einfach nur zur Orientierung, ob es ein guter Preis war, den ich da bezahlt habe oder nicht. Aber guckt euch mal die Zustände an, Leute. Absolut Klassiker. Mit Legend of Zelda Link to the Past. Der hat hier an der Seite so ein paar Stellen, die ein bisschen, ja, ausgeleiert sind bzw. geknickt sind. Hier an den Ecken ein bisschen. Aber insgesamt finde ich den Zustand, ja, hier ist noch ein bisschen Aufkleber drauf.
Ist kein Abriss, ist noch Aufkleber, den man eventuell noch runterbekommt. Aber insgesamt finde ich den Zustand doch recht gut noch, muss ich sagen. So, die Anleitung habe ich noch von einem anderen Deal. Die waren nämlich auch nicht dabei. Einmal die Anleitung und das Spiel an sich, Leute. Guckt mal den Zustand. Der sieht ja wohl super aus, oder? Also das ist mal ein guter Zustand, würde ich behaupten. Ein sehr guter Zustand sogar. Ja, habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut, sowas mit da drin gehabt zu haben, solche Klassiker. Und dann kommen wir jetzt noch zu weiteren teuren Spielen. Wir fangen hier einmal an mit Rock'n'Roll Racing. Ja, auch ein richtig teures Spiel, wusste ich auch nicht. Hier natürlich der Zustand, da ist einmal hier so einer draufgetreten, würde ich sagen, beziehungsweise wird die einmal so geknickt. Ansonsten die Zustände, aber auch, ja, insgesamt, überlegt mal Leute, für das Alter ist das immer noch ein super Zustand, muss man einfach sagen, ne? Also da kann man nicht meckern großartig. Hier ist, glaube ich, die Anleitung auch dabei. Gucken wir mal eben rein. Bei den teuren Spielen kann man da ruhig mal einen Blick reinwerfen. Zieht euch mal den Zustand rein, Leute. Absolut geleckt. Zustand der Anleitung. Ja, hier unten ist natürlich ein kleiner Knick bzw. Einriss. Aber dennoch finde ich den Zustand völlig okay. Gerade für den Bundlepreis. Ein weiteres teures Spiel, Leute. Zombies. Ja, hier noch die Aufkleber. Ich denke, die kriegt man auch ab. Leute, guckt euch mal bitte diesen Zustand an. Von diesem Spiel. Der ist ja wohl auch unfassbar krasser Zustand, oder? Bin ich. Also, der hat hier so ein bisschen was. Die Kartonage. Aber ansonsten, Leute. Ich würde sagen, das ist schon fast. Also, fast perfekter Zustand. Wir gucken mal gerade hier rein in das Ganze. Ja, die Anleitung sieht blöd aus, muss ich sagen. Die ist so ein bisschen wellig. Muss man einfach sagen. Dann haben wir hier das Spiel Zombies. Das Spiel, das Modul an sich. Top-Zustand, Leute. Top-Zustand. Wirklich schöner Zustand. Dann haben wir jetzt noch zwei weitere teure Spiele. Teure Spiele. Auch, Leute, absolut geleckter Zustand. Wirklich sehr, sehr guter Zustand. Itchy and Scratchy Game. Teures Spiel. Leute, guckt euch das mal an. Also der Zustand auch wieder. Also unfassbar, unfassbar. Muss man wirklich sagen. Da sind jetzt, also was mich gefreut hat, da waren jetzt wirklich Spiele dabei, die man jetzt nicht so häufig sieht. Also nicht nur die Klassiker. Ein paar Klassiker dabei, natürlich. Aber nicht nur die Klassiker dabei. Und das hat mich wirklich gefreut, denn das Spiel, was gleich noch kommt, auch ein absoluter Brecher. Modul, absoluter Sammlerzustand, Hammer. Und die Anleitung auch in einem sehr guten Zustand. Also wirklich unfassbarer Deal. Und dann kommen wir jetzt noch zum Highlight, Leute. Ich habe es nicht glauben können. Beethoven, The Ultimate Canine Carper oder Caper, in einem guten, gebrauchten Zustand, Leute. So, wir gucken uns nochmal ganz genau hier an, diesen Zustand. Das kann bis zu, ja, 500 Euro kosten, das Spiel. Aber korrigiert mich, wenn ich da komplett falsch liege. Ich habe mal recherchiert, das ist echt, und ich habe es auch, glaube ich, mal bei Tiki im Stream gehört, dass es ein richtig, richtig teures Spiel ist. Zustand insgesamt würde ich sagen auch gut. Hier oben, naja, so ein kleiner Riss, so eine Kante. Also ein teures Spiel, Leute. Die Aufkleber dürfte man abbekommen. Hier passe ich jetzt erstmal ein bisschen auf. So geht's. Die Anleitung leider in einem nicht so schönen Zustand. Und beim Modul selbst ist noch ein Aufkleber drauf. Das kriegen wir hoffentlich aber ab. Das sieht so aus, das Modul. Hier ist noch ein Aufkleber drauf, kriegen wir aber ab. Von hinten, super Zustand. Ja, Anleitung miserabel. Leider miserabel. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt so miserabel ist ausgerechnet. Also das ist wirklich ein richtig, also muss nicht sein. Aber insgesamt, Leute, insgesamt. Ja. Ey, Leute, ist doch unfassbar, oder nicht? Ist doch unfassbar. Unfassbar. Ja, direkt ins Auto, Vollgas mit meinem Mazda. Mit brennenden Reifen dahin und ich war einfach nur sprachlos, als ich dann tatsächlich vor Ort stand und das Ganze abgeholt habe. Leute, absolut krasser eBay-Kleinanzeigen-Deal. Schreibt es in die Kommentare. Guter Fund oder schlechter Fund? Wie seht ihr das? Hättet ihr mehr gegeben? Hättet ihr weniger gegeben? Hättet ihr verhandelt? Lasst es mich wissen, Leute. Ja, genau. Wie viel wollten Sie dafür haben jetzt? 200. 200, okay. Gut, machen wir das doch so. Ja. 50, 100, 150, 170. Alles weg. Können Sie ruhig nochmal nachzählen? Ich hab gesehen. Haben Sie gesehen? Okay.
Ich bedanke mich recht herzlich. Wunderbar. Wenn ein Plätzchen überbleibt, sagen Sie Bescheid. Dann komme ich nochmal vorbei. Ne? Ist kein Problem, wenn Sie ein Plätzchen haben. Nee, Quatsch. Nein, Quatsch. Alles keine Umstände für mich. Ach, wie lecker. Soll ich einen Anstandskeks hier nehmen? Danke. Man kann auf einem Bein stehen, habe ich mir sagen lassen. Nein, zwei. So. Sehr nett. Vielen Dank. Das ist so eine Weihnachtshoppe. Das wird dann eine Weihnachtszeit, wird das eingepackt in die Tüten. Sehr gut. Und dann geht das dann. Wunderbar. Die Kinder das Geschenk. So. Super. Dann eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Und wenn wir so was finden, rufen Sie gerne an. Dann komme ich alles abholen, ja? Ja. Vielen lieben Dank. Einen schönen Tag. Tschö. Danke. Ja Leute, das war mein heutiger Live-Ebay-Kleinanzeigen-Deal. Ich hoffe, der Deal hat euch gefallen. Unfassbar geile Sachen dabei. Dass man sowas tatsächlich ab und zu mal bei Ebay-Kleinanzeigen findet, finde ich absolut Hammer. Ist immer wieder ein Adrenalinkick. Ich habe richtig Glück gehabt. Ja, man muss auch mal Danke sagen, dass man manchmal so viel Glück hat. Ich grüße an dieser Stelle noch meine YouTube-Twitch-Kollegen. Und zwar Kleinvieh macht auch Mist. Den Tequila 86 und Patroni 88 und natürlich noch viele, viele mehr, die da draußen Flohmarkt-Content bringen und die das Ganze so unterhaltsam machen. Danke an die Community, danke an jeden Einzelnen von euch, danke an jeden Zuschauer. Und wenn ihr möchtet, lasst Kritik da, positiv, negativ oder einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. In dem Sinne, Leute, reingehauen.